Stellt euch vor, ihr könntet euch einfach in die Luft erheben und weit fortfliegen. Zu eurer Insel. Könnt ihr sie sehen? Spürt ihr den Wind und das Meer? Spürt ihr den Wind und das Meer? Könnt ihr sie sehen? Eure Insel. Unsere Geschichte beginnt auch auf einer Insel, einer bewohnten Insel. In England ist König Edward auf dem Thron. Auf den Straßen Londons ziehen Pferde die Droschken und Kutschen. Lottchen, weißt du, wo sie meinen Schatten versteckt haben? Das ist wohl die Antwort. Und schon zieht Peter seinen Schatten aus der Schublade. Statt in deinem albernen Bett zu schlafen, könntest du mit mir herumfliegen und etwas Lustiges zu den Sternen sagen. Und es gibt dort auch Meerjungfrauen. Oh. Und du könntest uns abends zudecken. Oh. Keiner von uns ist abends jemals zugedeckt worden. Peter, würdest du Michael und John auch das Fliegen beibringen? Wenn du willst. Wacht auf! Peter Pan ist gekommen. Er bringt uns das Fliegen bei. Denkt einfach an schöne, wundervolle Dinge. Die heben euch dann in die Luft. Oh, wir können fliegen. Wir können fliegen. Meerjungfrauen. Oh. Und Piraten. Oh. Kommt. Erneut pusten die Sterne das Fenster auf. Nana, das Hundekindermädchen, hatte Herrn und Frau Dali. Oh, das ist ja gar kein Vogel. Ich glaube, das ist eine Dame. Peter hat sie für uns mitgebracht. Eine Dame, die sich um uns kümmern sollte. Und du hast sie umgebracht. Wenn mich im Traum eine Dame besucht, sage ich immer, liebe Mutter, liebe Mutter. Und nun ist sie wirklich gekommen. Und ich habe sie erschossen. Grüßt, Jungs. Ich bin zurück. Warum jubelt ihr nicht? Gute Nachrichten. Ich habe endlich eine Mutter für euch mitgebracht. Habt ihr sie nicht gesehen? Das Spiel beginnt. Diese Jungen haben eine Mutter gefunden. Was ist eine Mutter? Siehst du diesen Vogel dort? Das ist eine Mutter. Das Nest mit den Eiern muss ins Wasser gefallen sein. Aber sie hat es nicht verlassen. Das nennt man Mutterliebe. Captain, sollen wir die Mutter dieser Jungen entführen und zu unserer Mutter machen? Das ist eine hervorragende Idee. Wir ergreifen die Kinder und bringen sie aufs Schiff. Dann lassen wir sie über die Planke laufen und Wendy wird unsere Mutter sein. Als Freunde gewonnen, denn Peter hatte die Häuptlingstochter vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt. Durch den Tod im Wasser hätte für sie kein Weg in die ewigen Jagdgründe geführt. Noch am selben Tag rauchen alle die Friedenspfeife. Und die Indianer halten über der Höhle Wache. Ist es Zeit für Wendys Gute-Nacht-Geschichte? Es ist die Geschichte dreier Kinder, die fortflogen. Wie mögen sich da die Eltern gefühlt haben, als sie die leeren Betten fanden?
Jahrelang blieben die drei fort und hatten Spaß. Doch ihre Mutter hielt immer das Fenster offen, damit sie wieder hineinfliegen konnten. In der Zukunft ist Wendy eine elegante Dame. John und Michael sind stattliche junge Männer. Seht doch nur, liebe Brüder, dort, das Fenster ist immer noch offen. Die drei fliegen hinauf zu Mama und Papa. Und niemand kann beschreiben, wie glücklich alle waren. Huck aber blieb und wartete allein, bis zum Abend. Er hatte den armen dicken Slightly gesehen und wusste nun, durch welchen Baum er zu Peter gelangen würde. Huck und Peter stehen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Du eitler, unverschämter Lümmel! Böser, finsterer Mann! Nimm dich in Acht! Ohne weitere Worte beginnen sie zu fechten. Peter ist ein hervorragender Kämpfer und pariert mit verblüffender Schnelligkeit. Huck steht ihm an Geschick kaum nach. Doch immer wieder weicht Peter dem Todesstoß aus.